Zwischen Wahrheit und Ambiguitätsfähigkeit. Und Sie ahnen schon, dass der Obertitel meines Vortrags auf Thomas Bauer und sein 2011 erschienenes seine andere Geschichte des Islams unter dem Titel der Kultur der Ambiguität ist ja das Buch erschienen, anspielt, weil genau das, was er darin schildert, als Eigenheiten tatsächlich der Koranexegese und als besonderes Spezifikum eines islamischen Schriftverständnisses mich natürlich durchaus herausfordert als christliche Theologin, weil ich mir schon überlegen muss, inwieweit tatsächlich das, was er für die Koranexegese beobachtet, für die christliche Schriftexegese vielleicht als provozierendes Gegenüber auch zum Stehen kommt. Was habe ich vor mit Ihnen? Ich habe das Ganze in 5 Schritte aufgeteilt. Das erste geht ein bisschen auf den Vorschlag von Thomas Bauer ein, zur Ambiguität oder zu einer Schriftkultur der Ambiguität. Dann, und da bin ich sehr froh, dass das auch mit den beiden Fachexegeten, die wir heute Mittag schon gehört haben, starke Resonanzen erzeugt, nämlich die Idee der Inspiriertheit der Schrift, die tatsächlich jetzt eigentlich von der Inspiriertheit der Autoren auf die Inspiriertheit der Lesenden übergeht und da eine Dynamik offenbart für die sogenannte Wahrheit der Heiligen Schrift, dass sie eigentlich eine narrativ offene Wahrheit ist. Das mag ich mir dann als Theologiegeschichtlerin, die ich auch bin, dann näher angucken. Was passiert eigentlich, wenn der Geist wirklich weht, wo er will? Um das Ganze dann an 2 Stellen nochmal zu konkretisieren. Herr Schwienhorst hatte schon das Konzil zitiert. Ich fand es spannend, dass mir 2 andere Zitate wichtig geworden sind in meinem Vortrag, nämlich die berühmte Rede der Wahrheit der Schrift als Wahrheit um unseres Heiles willen und die Rede von den Zeichen der Zeit als Orientierungspunkt der Kirche in der Welt von heute. Und zum Schluss wage ich etwas, was Herr Schwienhorst nicht gewagt hat. Ich versuche mal, dass ich tatsächlich Kriterien benennen kann für die Grenzziehung einer geistigen Schriftauslegung. Also ich werde einen Vorschlag machen in meinem 5. Punkt dazu. Zu meinem 1. Punkt, Plädoyer für eine Schriftkultur der Ambiguität. Und ich hatte es ja schon angedeutet, ich beziehe mich auf dieses 2011 erschienene Buch. Das mag ich mit Ihnen ein bisschen näher anschauen. Insbesondere mit einem Zitat beginnen, das auch auf der Folie draufsteht. Der westliche Weg, so Bauer, war es, Vieldeutigkeit zu beseitigen. Daraus mussten konkurrierende Ansprüche auf die eine und einzige Wahrheit, eindeutige Wahrheit entstehen, als alleiniger Ausweg. Aus der nun unvermeidlichen Konsequenz der Gewalt blieb der Versuch, die konkurrierenden Wahrheitsansprüche zu domestizieren, etwa durch demokratische Verfahren, die ebenfalls eine Art Suspendierung der Wahrheit leisteten. Das Ganze bezeichnet er auch ein bisschen polemisch als Universalisierungsehrgeiz des Westens und diesem Universalisierungsehrgeiz setzt Bauer nun den Weg des klassischen Islams entgegen. Der würde zwar auch die Vielfalt domestizieren, aber sie keinesfalls beseitigen, sondern sei geradezu ambiguitätsversessen und deswegen auch in hohem Grade ambiguitätstolerant. Und als Kriterien nimmt er die Pluralität von theologischen Diskursen, die positive Umgangsweise mit unterschiedlichen Deutungen des Korantextes, ambige Texte selber, aber auch eine deutliche, ausgeprägtere, als im Christentum ausgeprägtere Ambiguitätsreflexion. Und als erster Punkt, als erste zentrale Beobachtung, nimmt er den Text des Korans selber und die Ambiguität des Hocharabischen, die sich darin findet. Im Gegensatz zum modernen Betrachter, der weiß, so Bauer, dass es einen einzigen einheitlichen Urtext gegeben haben muss, der durch die Überlieferung dann korrumpiert wurde, und der sich mit der historisch-kritischen Methode bis zu einem gewissen Grad wiedergewinnen lässt, ist der traditionelle islamische Gelehrte davon überzeugt, dass es eine, so Bauer weiter, restlose Eindeutigkeit es etwas ist, was der menschlichen Natur widerspricht und nimmt deswegen dankbar das Geschenk eines pluralen Korankontextes entgegen. Also Uneindeutigkeit des Textes, Offenheit des Textes ist so etwas wie eine Gnade Gottes. Weil, wie zum Beispiel der berühmte Koran-Exeget des
14. und 15. Jahrhunderts Ibn al-Dashtsari eigentlich von der banalen Tatsache ausgeht, dass wenn sich das göttliche Wort in die Geschichte der Menschen begibt, es kein variantenloser Text sein kann, weshalb eben Gott und seine Offenbarung die Varianten selbst gemacht hätten. Als Konsequenz daraus ist das Grundverständnis des Korans als ein pluraler, nicht abgeschlossener, hypertextuell strukturierter, nicht linearer Text, dessen Bedeutungsgehalt nie ausgeschöpft werden kann, sondern von den Hörenden und Lesenden immer wieder neue Arbeit am Text fordert. Und das Ganze wird nie zu einer definitiven Gewissheit führen. Wie Bauer selbst zugesteht, ein sehr postmodernes Konzept. Und dieses Konzept des Korantextes setzt sich dann auch in die Deutung des Korans über die Geschichte hinweg fort, mit der allein auf Wahrscheinlichkeitsurteilen, aber nie auf Festlegung zielenden historischen Verordnung bestimmter Texte und so das große Beispiel der vier unterschiedlichen Rechtsschulen im Koran, das, wo tatsächlich Meinungsverschiedenheit nicht einen Betriebsunfall darstellen, sondern als notwendig erachtet werden müssen. Denn, so Bauer, wenn unser menschliches Wissen über die göttliche Ordnung zwangsläufig begrenzt ist, müssen verschiedene Meinungen zu einer Frage nebeneinander gestellt werden, wenn man wirklich sicher gehen will, dass wenigstens irgendwo die richtige dabei ist. Seine Konsequenz aus dieser Darstellung des Islam und des Koran ist natürlich eine Gegenposition zu dem, was wir seit Jan Assmanns Analyse der mosaischen Unterscheidung kennen, nämlich dass ein Monotheismus notwendig zum Streit der Meinungen, ja zur religiös motivierter Gewalt führen muss. Hier die Gegenposition von Thomas Bauer, dass es auf die Kultur ankommt, in der und mit der mit einem solchen Anspruch des Monotheismus umgegangen wird. Das heißt, es gibt durchaus einen Monotheismus, der in seiner kulturellen Reflexion eben gerade zum Gegenteil führt, nicht zu einem gewalttätigen Absolutheitsanspruch, sondern zu einem Pluralität wertschätzenden und damit ambiguitätsfähigen Umgang führt. Man mag nun Bauers Analyse der Geschichte des Koran und des Islam nicht teilen. Man mag auch vielleicht seine etwas vorurteilsbeladene Analyse des Westens nicht unbedingt in allen Schritten nachvollziehen. Aber mich hat eine solche These stark herausgefordert, weil sie tatsächlich so etwas wie Grundfragen an unser eigenes Schriftverständnis und auch an unsere eigene Schriftterminologie durchaus stellt. Und zwar in dem Sinne, dass wir uns durchaus die Frage stellen müssen, ob mit dem christlichen Verständnis der Bibel als heiliger Schrift, mit dem damit verbundenen Ideengeflecht von Inspiration und Kanonizität, mit dem Versuch der Bändigung der Auslegungsvielfalt durch eine kirchliche Regulierung des mehrfachen Schriftsystems, also eine Domestizierung der Schriftauslegung durch ein richterliches Lehramt auf der einen Seite oder dem Sola Scriptura-Prinzip auf der anderen Seite, das aber ganz schnell auch zu einer fundamentalistisch wörtlichen Lesart führen kann, ob mit dieser Geschichte eigentlich unsere Bibelauslegung nicht genau dem Vorschub geleistet wird, was Bauer so nachdrücklich als westlichen Sonderweg markiert. Ein Sonderweg, bei dem sich dann die Sehnsucht nach Eindeutigkeit, nach Gewissheit, nach exklusivem Wahrheitsbesitz notwendig mit einer Ambiguitätsfurcht, ja einer Wahrheitsobsession und am Ende vielleicht sogar mit jener fatalen, bei gewalttätigen Option für die eine Wahrheit verbindet. Also legitimiert ein christliches Schrift und damit Wahrheitsverständnis tatsächlich Mechanismen der Pluralitätsreduktion, gegebenenfalls sogar der gewalttätigen Exklusion, das heißt eine prinzipielle Zurückweisung alternativen Wahrheitsansprüche und führt das tatsächlich zu einem Schwinden der Ambiguitätstoleranz im Christentum. Und diese Frage verbindet sich unmittelbar mit dem Thema der Tagung. Denn für mich wäre weiter zu fragen, ob nämlich gegenüber diesen Vereindeutigungstendenzen nicht gerade die Kultur einer geistigen Schriftauslegung die Fähigkeit zur Ambiguitätstoleranz ins kulturelle Gedächtnis der christlichen Schriftterminologie eingezeichnet hat. Also etwas zeigt, was flächendeckend anderswo
vollständig abhanden gekommen ist. Und deswegen finde ich, es lohnt sich, ein bisschen näher hinzugucken, was die wirklichen Konsequenzen tatsächlich eines christlichen Schriftverständnisses und einer Auslegungstradition darstellen. Deswegen zu meinem zweiten Punkt, von der Inspiriertheit der Schrift zur Geistgeleitetheit der Auslegung. In einem Beitrag zu Tradition und Schriftkultur im frühen Judentum beschreibt Jan Assmann die Entstehung des Schriftkanons der hebräischen Bibel einmal zutreffend als einen mehrstufigen, konkret fünfstufigen Prozess. Als entscheidenden Auslöser jeder Kanonbildung benennt Assmann den Traditionsbruch bzw. die Krise der Tradition. Erst der Kommunikationsabbruch und die Suche nach einer gesicherten Identität setzen die Bewegung zur Verschriftlichung und zur Normierung in Gang. Die bisher als lebendiger Umgang mit der mündlichen Überlieferung gepflegte Tradition exkarniert sich, so Assmann. Das heißt, die Dynamik durch mündliche Unterweisung, durch Weitergabe, durch mimetisches, sprachloses Vormachen und Nachmachen wird nun in die Idee übersetzt eines verbindlich Festgelegten, um etwas zu haben, woran man sich halten kann. In der Folge wird dann aus der gelebten Tradition die gelernte Tradition, so Assmann. Mit dieser Bewegung der Verschriftlichung und Normierung verbindet sich, so Assmann weiter, die Erfindung einer normativen Vergangenheit. Und zusammen mit dieser etabliert sich dann eine Kultur der Auslegung samt ihrer Regulationsmechanismen. Denn wo der Kontakt mit den lebendigen Vorbildern abreißt, beugt man sich jetzt über den Text auf der Suche nach Orientierung. Und was normative Geltung besetzt, muss sich als Sinn dieses Textes ausweisen. Damit ist zugleich ausgesagt, dass fortan aller Sinn aus dem Text selbst gewonnen werden muss. Zur konstruierten normativen Vergangenheit gesellt sich eine sich um den Text versammelnde Gemeinschaft, die Textual Community, für die dann der Text identitäts- und gemeinschaftsstiftende Bedeutung hat, also die Qualität einer performativen Schriftlichkeit erhält. Zugleich etabliert sich diese Textual Community als Hüterin der Normativität des Textes. Der von Assmann skizzierte Prozess passt natürlich wunderbar zu jenem Grundimpuls christlicher Kanonbildung, die mit dem Schlagwort des Endes der apostolischen Zeit beziehungsweise mit der mit dem Tod des letzten Apostels endende Zeit der Offenbarung umschrieben wird. Man könnte fast sagen, im Christentum ist die Rede von der Exkarnation der Tradition sogar wörtlich zu nehmen. Die Idealphase der ersten Augenzeugenschaft des Christusereignisses ist nämlich unwiederbringlich zu Ende. Daher wird sie jetzt zu einer paradigmatischen Ausdrucksgestalt der Zeugenschaft für Christus und der Nachfolge. Freilich gibt es durchaus Spezifika christlicher Kanonbildung, die nicht unbedingt im Duktus von Assmann tatsächlich verlaufen. Ein erster Punkt. Diese Normativität bzw. die normative Mitte des zu weiterzugeben, ist durch eine personale Vermittlung eigentlich gekennzeichnet, die individuell konstituiert ist und vor allem intersubjektiv konstruiert. Verschriftlichung und Exkarnation dieser Tradition geschieht deswegen in einer multiperspektivischen Weise. Der christliche Kanon ist ein lebendiger Dialog, unterschiedlicher und gerade in dieser Unterschiedenheit normativ gewordener Traditionen, die eben nur gemeinsam und in ihrer gegenseitigen Verwiesenheit maßstäblich sind. Das ist die berühmte Beziehung, die auch schon angeklungen ist, zwischen Erstem Testament und Neuem Testament. Das ist aber auch die Viergestaltigkeit der Evangelien und das ist die Pluralität der Perspektiven, Evangelientradition, Brieftradition des Paulus etc. Also Multiperspektivität garantiert erst das Festhalten an dem, worauf es ankommt. Ein zweiter Punkt, die Textual Community der Christus-Nachfolgenden ist zwar durch den Schriftbezug erstmal sozusagen definiert,
aber vor allem auch durch ihre Praxis der Nachfolge. Also wenn Sie so wollen, das Material Inhaltliche der apostolischen Tradition wird ergänzt durch das Personal Existenzielle, nämlich die apostolischen Nachfolgen. Liebe Frau Kollegin Rahle, ich verstehe Sie ganz schlecht. Ich vermute, irgendwas ist zwischen Ihnen, Ihrer... Verstehe mich? Ganz schlecht. Sie verstehen mich ganz schlecht? Also ich höre Sie ganz gut. Ja, das glaube ich, aber da muss irgendwie zwischen... Geht es anderen auch so? Genau, vielleicht allgemeine Rückfrage, wie ist es bei den anderen? Kurze, also wer hört Frau Rahle auch schlecht? Vielleicht mal kurze... Ein bisschen mehr ans Mikrofon rangehen oder ein bisschen langsamer sprechen, also es knackt so ein bisschen. Also ich hab hier die Kopfhörer drin, ich kann nicht näher ran. Ich kann jetzt höchstens mal wechseln, dann machen wir das mal anders. Dann ich höre Sie sehr gut. Ich höre Sie auch ganz gut. Ich höre auch alles sehr gut. Ja. Okay, dann liegt es vielleicht an Ihrem. Auch, ja. Würde ich jetzt einfach behaupten. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir probieren es einfach mal im Zweifelsfall. Wir schneiden ja auch mit und dann gibt es die Möglichkeit, immer noch das nachzuhören. Ne? Okay, gut. Okay. Also ich war stehen geblieben beim zweiten Punkt, der sich unterscheidet, nämlich dass sozusagen die Praxis und nicht nur der Schriftbezug, sondern die Verwirklichung der Praxis als existenzielle Dimension zu dieser Wirkung der Schrift eigentlich dazugehört. Sodass wir als Ergebnis eigentlich haben, dass die christliche Kanonbildung eigentlich nicht die Pluralität reduziert, sondern eher eine ins Plurale tendierende Verlebendigung eröffnet. Und dementsprechend der Kanon diese Verlebendigungsform allenfalls dann in bestimmte Spuren lenkt, aber grundsätzlich pluralisierend und multiperspektivisch ausgelegt ist. Ein zweites setzt unmittelbar daran an, nämlich das, und das ist auch schon angeklungen, im Blick auf die Kanonbildung jetzt das Ganze eine rezeptionsgeschichtliche Schärfe erhält. Weil die Relevanz der auslegenden Glaubensgemeinschaft in ihrer Eigenschaft als Rezeptionsgemeinschaft in den Mittelpunkt tritt. Wenn Sie so wollen, die Heilige Schrift wird deswegen Heilige Schrift oder hat deswegen Offenbarungscharakter, weil sie als Lebensvollzug der Glaubensgemeinschaft entsteht und in dieser Glaubensgemeinschaft auch produktiv rezipiert wird. Für alle Späteren ist das Wirkung der Schrift, aber es ist auch am Maßstab der Schrift je eigen sich zu orientierende Auslegungsgemeinschaft, die hier sichtbar wird. Und in der Folge dessen haben wir eigentlich die Idee, dass jetzt Inspiriertheit, Geistgewirktheit eben sich nicht allein am Werk des Autoren, des Schriftstellers festmacht, gar sozusagen ein isolierter, besonderer Effekt ist, sondern dass er die ganze komplexe Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte begleitet. Also von vornherein in einen Strukturzusammenhang von Autor, Text und Rezeptionsgemeinschaft anzusiedeln ist. Oder das Verständnis der Inspiration wechselt von einer inneren Qualität des Textes zu einer Begleitung des Rezeptionsvorgangs, von der Skripturen zur Lektoreninspiration, von den Autoren, den menschlichen Autoren als veri autores zu den menschlichen Lesern als veri lectores, die jetzt inspiriert sind. Und für die gilt, dass alles, was ihnen möglich ist, also die ganzen persönlichen Farben, das gesellschaftliche Umfeld, die geschichtliche Epoche, die Spiritualität etc. in dieses Hören und zu Gott bringen des Geistes Gottes mit einfließen. Also den lesenden inspirierende Geist steht eben nicht im Gegensatz zum menschlichen Geist, sondern er bezieht die geistigen Fähigkeiten des Menschen von vornherein und in einer umfassenden Weise mit ein. Das impliziert meines Erachtens eine Ambiguitätsfähigkeit und eine Pluralitätsneigung, die ihresgleichen sucht. Das hat aber auch, und da komme ich zu meinem dritten Punkt, eine ekklesiologische Sprengkraft. Denn der Geist weht, wo er will. Bereits das Schriftverständnis der Bibel Israels beruht auf dieser anamnetisch strukturierten Überzeugung, dass die je neue Verkündigung und die je neue Bezeugung der Heilstaten Gottes immer wieder diese vergegenwärtigt in Gegenwart und auf Zukunft hin. Und die neutestamentlichen Schriftsteller benutzen ja dieses anamnetische Verheißungspotenzial, um die Erfüllung in Jesus von Nazareth zu verdeutlichen.
Und das ist dann auch der Anlass für die junge Kirche, über die Geistgewirktheit der Schrift und ihre Auslegung nachzudenken. Die Idee der Geistgewirktheit ist ein verbindendes Glied, das alle verbindet, das alle zusammenfasst. Und als erstes einmal sozusagen das Korn der Geschichte der Kanonbildung und der Diskussion um die Inspiration dann auch festhalten. Erstmal beide Teile der christlichen Bibel als gleichwertige Offenbarungszeugnisse festhält, also das Erste und das Neue Testament und jeder Exklusion des Judentums entgegenwirkt. Das Wehen des Geistes zieht keine exklusive Grenze, sondern weitet im Prinzip das heilsgeschichtliche Paradigma und damit eine universal ausgerichtete Grunddimension des Verständnisses der Offenbarung Gottes in Geschichte. Das geht dann, wenn man diese Geschichte der Geistgewirktheit weiter anschaut, bis hin auch in die nicht biblischen, außerbiblischen Texte, wenn Sie an Kirchenväter wie Justin den Märtyrer mit seiner Logos-Theorie oder Clemens von Alexandrien denken, wo das Alte Testament David cum Sibylla, also das Alte Testament und die Weisheit der Völker, die hier tatsächlich geistinspiriert verstanden wird, dann aufgenommen wird. Und das alles sperrt sich im Prinzip gegen eine exklusive soteriologische oder pneumatologische Grenzziehung. Und dazu gehört dann auch die Idee des vierfachen Schriftsinns bei Origenes. Das heißt, eine paradigmatische Auslegungsmethode, die genau einem exklusiven, eindimensionalen Schriftverständnis von innen heraus entgegenwirkt. Und diesen Pluralisierungstendenzen schiebt allenfalls Augustinus einen kleinen inhaltlichen Riegel vor, nämlich er versucht ja gegen eine vielleicht drohende pneumatische Ekstase der Exegese eine Grenze festzuhalten, und die Grenze lautet schlicht und ergreifend, und der Satz ist bekannt, weil er später noch einmal auftaucht, es ist die Grenze der Wahrheit um unseres Heiles willen. Das heißt, es ist eine anthropologisch gewendete Kriteriologie. Freilich, das ändert sich, sobald im Verlaufe der Kirchengeschichte diese grundlegende Ambiguität und Pluralität der Auslegung mit der Frage nach der Auslegungskompetenz und damit der Frage nach einer legitimen Schriftauslegung, also schlicht und ergreifend sich mit der Machtfrage verbindet. Grenzziehungen, die jetzt notwendig werden, beziehungsweise jetzt eingeführt werden, argumentieren aber nicht mehr pneumatologisch oder soteriologisch, also nicht mehr dem Inhalt nach, der Wahrheit um unseres Heiles willen, sondern ekklesiologisch. Also auf die formale Struktur achten, wer hat das Recht, wer hat die Autorität zu setzen, was wahr ist, welche Auslegung legitim ist und welche sie eben nicht ist. Und die Bedeutung dieser Verschiebung lässt sich am besten auf dem Hintergrund eines Phänomens festmachen, das das hohe Mittelalter besonders prägt, nämlich die Gruppe der Dissenters. Die reichen bekanntlich von heretischen Gruppen wie den Katharern bis zur orthodoxen Bewegung des Franziskus oder des Dominikus, aber auch zu den Vorvätern der Reformation, John Wycliffe, Jan Hus. Interessanterweise setzen die Dissidenten im Prinzip eine Sache voraus, dass sie nämlich den Bruch mit der offiziellen Tradition und ihre Interpretation eben vom Text her selber legitimieren und dessen Autorität und dessen normative Ansprüche dann der traditionellen oder institutionellen Auslegung gegenüberstellen. Man kann fast sagen, so hat es Jan Assmann mal festgehalten, dass solche kollektiven Sonderwege immer nur möglich sind, wenn es eine authentische Auslegung gibt, gegenüber der man sich abgrenzen muss. Das verbindet wahrscheinlich oder ganz sicher die mittelalterlichen Dissensbewegungen zum Beispiel mit den Herausforderungen der Reformation. Und ich habe immer den Eindruck, wenn man auf die Reformation guckt mit der Schriftauslegung, dann stellt man immer das Sola Scriptura und das Et einander gegenüber. Das ist aber falsch. Eigentlich geht es nicht darum, ob sozusagen die Heilige Schrift immer eine verlebendigende Umsetzung braucht. Das ist beiden Konfessionen im 16. Jahrhundert klar. Worüber aber gestritten wird, ist das die Frage, wer hat das Recht, hier die Grenze zu ziehen. Also es geht letztendlich um die Richterfunktion im Streitfall und damit um die konkrete hermeneutische Grundstruktur von Kirche. Man kann es noch deutlicher sagen, ob der Papst eben Judex Scripturae ist oder nicht.
Und das wissen auch die Konzilsväter von Trient, weil die Minorität wehrt sich ja dagegen, dass man das Thema Tradition so einseitig auf autoritätsbezogene Prinzipien reduziert. Die Einzigartigkeit der Heiligen Schrift versucht dann das Trienter Konzil und später auch das Erste Vatikanum mit dem Verweis auf die Geistgewirktheit der Schrift deutlich zu machen, und zwar eigentlich in einer ziemlich unreflektierten Vorstellung von Verbalinspiration. Spannend wird das Ganze, wenn die Idee der Verbalinspiration sich dann mit einer umfassenden Irrtumslosigkeit der Schrift verbindet. Spannend deswegen, weil diese Idee dem Tridentinum noch vollkommen unbekannt ist und erst mit der Konfrontation mit dem Historismus im 19. Jahrhundert dann tatsächlich sich verbindet. Weil dort geht es dann um die Frage der historischen Wahrheit der Schrift. Und die These von der Irrtumslosigkeit der Schrift in all ihren Teilen, wie sie dann zur Schipolet des neuscholastischen Bekenntnisses zur Verbalinspiration aufgeladen wird, ist letztendlich nichts anderes als eine ins Autoritäre abgleitende ahistorische Apologie eines lehramtlichen Auslegungsmonopols. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die Frage einer inspirierten Schriftauslegung, sondern es geht um die Legitimierung der Schriftauslegung des Lehramts. Und das verbindet sich dann wunderbar im 19. Jahrhundert, Sie wissen es alle, mit einem Lehramtspositivismus und einem Extrinsizismus. Und daraus entwickelt sich ja die große Krise der katholischen Schriftauslegung, nämlich die Modernismuskrise. Und ich habe den Eindruck, bis heute wirkt diese Krise nach, weil letztendlich die Frage der Richterfunktion, die Frage der lehramtlichen Festlegung der Grenzen der Auslegung, ja die Frage der eigenen Geschichtlichkeit dieser lehramtlichen Festlegung der Grenzen bis heute noch nicht adäquat im katholischen, innerhalb der katholischen Theologie tatsächlich bearbeitet ist und auch auf einen Konsens hinausläuft. Was aber klar ist, wenn wir uns die Theologiegeschichte angucken, mit dem Wechsel vom 19. ins 20. Jahrhundert, mit dem Wechsel vom Ersten Vatikanum zum Zweiten, ist, dass sie nur aufgrund eines grundlegenden Systems und Perspektivenwechsels aus dieser selbstverschuldeten Aporie herauskommen. Und damit bin ich bei meinem vierten Punkt, der Wahrheit um des Heiles Willens und der Zeichen der Zeit. Das heißt, ich bin beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Und hier jetzt die beiden Texte aus De Verbum, die mir ins Auge gesprungen waren. Zur Abfassung der heiligen Bücher hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräften dazu dienen sollen, all das und nur das, was er in ihnen und durch sie wirksam geschrieben haben wollte, als echte Verfasser schriftlich zu überliefern. Und in Fortsetzung, da also alles, was die inspirierten Verfasser oder Hagiographen aussagen, als vom Heiligen Geist ausgesagt zu gelten hat, ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, dass sie sicher getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte. Hier wird klar, es gibt kein Gegeneinander menschlicher Verfasserschaft und der Inspiriertheit durch Gott. Gott enthüllt sich, indem er sich in den Menschen hineinhüllt. So hat dieses Paradox einmal Hans-Urs von Balthasar auf den Punkt gebracht. Es ist also so, dass Sprechen Gottes, Sprechen über Gott eigentlich bedeutet, dass diesem Sprechen nichts Menschliches fremd bleibt. Gott spricht, ist als Gotteserfahrung von der sie aussprechenden und artikulierenden Selbsterfahrung des Menschen wohl zu unterscheiden, aber eben nicht zu trennen. Und das kann man wohl am besten als inkarnatorische Grundstruktur des christlichen Glaubens, des christlichen Offenbarungs und vor allem des christlichen Schriftverständnisses bezeichnen. Weil ohne das lebendige Zeugnis, ohne die Erfahrung Jesu, die sozusagen einen Eindruck hinterlässt und das eigene Reden wieder in Gang setzt, das eigene zur Sprache kommen wieder in Gang setzt, bleibt Inkarnation letztendlich fleischlos, weil es auch auf das Fleisch der Tradenten ankommt. Also wenn Sie so wollen, das Ereignis nimmt an seinen Wirkungen Gestalt an. Authentische Schriftauslegung ist also nie in Gestalt einer Aussage, Sprache, einer Definition, einer Festlegung zu denken, sondern sie muss, sie will zu denken geben, will vermitteln, was unbedingt angeht, will herausfordern und will andere dazu motivieren, sich auf den Weg zu bringen, ihre eigene Sprache zu finden.
wenn Sie so wollen, der Kontext ist auch ein Modus von Offenbarung. Und dieser inkarnatorischen Grundstruktur korreliert dann auch die soteriologische Bestimmung dessen, was als Wahrheit der Heiligen Schrift bezeichnet wird. Es ist das existenzielle Heil des Menschen. Das heißt, das Ziel der göttlichen Kommunikation, der göttlichen Selbstoffenbarung und damit auch der Maßstab jeglicher Schriftauslegung ist im Prinzip ein anthropologisch gewendetes Element, das sich soteriologisch ausdrückt, das sich dialogisch ausdrückt, aber das eben sich in menschlicher Art und Weise und nicht jenseits oder ohne sie ausdrückt. Und deswegen der berühmte Satz dann in De Verbum 8. So ist Gott, der einst gesprochen hat, ohne Unterlass im Gespräch mit der Braut seines geliebten Sohnes und der Heilige Geist, durch den die lebendige Stimme des Evangeliums in der Kirche und durch sie in die Welt widerhallt, führt die Gläubigen in alle Wahrheit ein und lässt das Wort Christi in Überfülle unter ihnen wohnen. Ormond Rush, mein australischer Kollege, auch Dogmatiker, Systematiker, Fundamentaltheologe, auf drei Wirkweisen, die auch in De Verbum 8 genannt werden, hingewiesen. Die geistige Erfahrung der Gläubigen als erstes, die wissenschaftliche Durchdringung dieser Erfahrung und die Verkündigung des Lehramts. Aber nur in diesem Dreiklang wird das Ganze hörbar und sichtbar. Und damit ist klar, wir müssen eigentlich über die Konsequenzen nachdenken, wie man diese drei Elemente oder drei Teile tatsächlich zusammenklingen lässt. Also da kommt es auf die Lebenspraxis aller Menschen in der ganzen Kirche an, um das verwirklichen zu können. Aus dieser Grundkonstellation ist dann die Frage tatsächlich oder die kritische Anfrage an den Kommunikation- und Auslegungsstil in der Kirche zu beantworten, weil nicht alles tatsächlich zu dieser Grundüberzeugung passt. Aber das Konzil geht ja bekanntlich noch einen Schritt weiter. Die inkarnatorische Logik des Glaubens verbindet sich, wenn wir Gaudium et Spes in den Mittelpunkt stellen, auch mit jenen Zeichen der Zeit, die es gilt, im Lichte des Evangeliums zu deuten. Das heißt, der Heilige Geist, so Ormond Rush, öffnet die Augen des Glaubens auf die göttliche Aktivität in den Zeichen der Zeit. Und deswegen zwingt im Prinzip die inkarnatorische Dynamik des Offenbarungsereignisses die Kirche selbst hinein in diese Ungesichertheit der Geschichte, in die prinzipielle Offenheit. Es ist notwendig eben, dass sie auf das andere ihrer selbst verwiesen ist. Man kann es vielleicht auch so sagen, manchmal sehen vielleicht die Blinden, ich würde besser sagen, die religiös Unmusikalischen hören besser, als man selbst sieht und hört. Das ist sozusagen in diese inkarnatorische Grunddynamik des Offenbarungsgeschehens hinein geschrieben. Mein letzter Punkt, eine Kriteriologie, möglicherweise eine Kriteriologie der Schriftauslegung. Weil der Lebens- und Aktionsraum der Kirche nach Gaudium et Spes eben nicht nur der Raum der römisch-katholischen Christenheit, sondern die Menschheit als Ganz ist, weil hier Kirche nicht herrschaftlich auftritt, sondern sich in Dienst nehmen lässt, weil sich ein dialogisches Verhältnis von Kirche und Welt daraus ergibt und eben die Kirche auf die Erfüllung der Verkündigung des Evangeliums, auf die Zeichen der Zeit verwiesen ist. All das macht klar, Kirche ist ohne den Blick nach außen, ohne den Blick tatsächlich auf die anderen ihrer selbst nicht denkbar. In der späten Moderne mag das ein bisschen komplizierter geworden sein, aber ohne diese grundlegende Verwiesenheit auf das Draußen ist Kirche heute nicht mehr zu denken und ist auch Schriftauslegung nicht mehr zu denken. Und eine Glaubenssprache, eine Schriftauslegung, die sich dieser Dynamik tatsächlich annimmt, widersteht deswegen einfachen Festlegungen. Sie lässt sich nicht in Denkschablonen pressen. Sie ist eben angemessen, wo sie zu denken gibt, wo sie persönlich herausfordert, wo sie die Sprache des anderen ihrer selbst wieder zur Sprache bringt und motiviert, tatsächlich zur Sprache gebracht zu werden. Und deswegen liefert auch gerade die biblische Überlieferung eben ein plurales, ein differentes Bild
gleichzeitig aber verbunden mit einer selbstkritischen Legitimitätsabgabe, weil sie eben zur Suche nach einer überzeugenden Glaubenssprache ermächtigt, aber gleichzeitig eine unangemessene Sprache über den Glauben entmächtigt. Und mir scheint hier, und das, damit bin ich bei meiner Kritologie tatsächlich, gerade das biblische Bilderverbot hier jetzt eine besondere Funktion zu haben, weil klar wird, mit dem Bilderverbot wird deutlich, der transzendente Gott, so hat es mal Eduard Nordhofen formuliert, der transzendente Gott lässt sich prinzipiell nicht in menschliche Interessen, auch nicht in kirchliche Interessen einbinden. Deswegen etabliert sich der biblische Monotheismus als Gegenbesetzung einer religiösen Funktionalisierung. Er bestreitet sogar diese Funktionalisierung, weil er letztendlich, so Nordhofen, die Religion nicht aufgehender Rechnungen darstellt. Wenn sich aber dieser biblische Monotheismus gerade aufgrund dieses Entzugs oder seiner Apophatik als aufgeklärter, nicht missbrauchbarer Glaube erweist, vermag er nicht nur die naheliegenden Vereindeutigungs- und Vereinnahmungstendenzen denen entgegenzutreten, sondern er wirkt gegenüber diesen nochmal als ikonoklastisches Element. Das heißt, er fragt sie grundsätzlich und immer wieder an, zertrümmert sie, um auf den Trümmern Neues aufzubauen. Und so betont Eduard Nordhofen in seinem neuesten Buch Corpora die Notwendigkeit genau dieses ikonoklastischen Elements aller Auslegung. In dieser Passage, die ich kurz vorlesen mag, bildliche Präsenz erzeugt zwangsläufig eine Magie, die Verwechslung von Zeichen und Bezeichneten. Der Buchstabe jedoch scheint gegen diese Verwechslung abgesichert. Man sieht ihm seine Stellvertretung an. Er bleibt ein Zeichen, das verweist. Und das scheint mir eine Mahnung zu sein an jede Schriftauslegung, weil dieses, es bleibt ein Zeichen, das verweist und ist nicht mit der Sache selber zu verwechseln, gilt auch für jede Auslegung dieses Buchstabens. Und deswegen zeichnet sich meines Erachtens jede inspirierende, wirklich geistige Schriftauslegung als Schriftauslegung unterm Bilderverbot aus. Und zwar gerade durch die Offenheit. Eine echte geistige Schriftauslegung verweigert sich der Eindeutigkeit, sie verweigert sich der Exklusion. Und sie versteht sich als Freihalten jener Stelle in der Weltlichkeit der Welt, die diese für die Transparenz auf Gott hin und damit die Transzendenz Gottes offen hält. Das heißt, die Schrift selbst würde Wert legen auf das, was in bestimmten Ansätzen postmoderner Philosophie, wie zum Beispiel der von Jacques Derrida, so formuliert wird, als Eigentümlichkeit allen Schriftlichen, die Abwehr eines Präsenzdenkens, und die Bedeutung der Schrift als Spur des Unausgesagten und gerade der Ausgeschlossenen. Das scheint mir doch ein Maßstab zu sein, der gerade für eine geistige Schriftauslegung, die ernst nimmt, dass der Geist weht, wo er will, ein wichtiges Kriterium darstellen könnte. Ich danke für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.